So und willkommen zurück hier bei Anno. Wo habe ich den jetzt eigentlich geparkt? Irgendwo, nirgendwo, ne? Ach, bei denen dort oben. Sehr schön. Das Problem wird natürlich jetzt nur sein, dass wir hier noch nicht genügend Akkuschrauber wohl nachgebaut haben. Da will ich natürlich gucken. Und was wir natürlich auch machen müssen, ist hier natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht das einigermaßen stabil bleibt. Wenn die hier schon alle aufsteigen, aber ich glaube am ehesten sieht man das ja eh, wenn man hier hinguckt. Wobei, solange noch was im Lager ist, immer und immer wieder soll mir das recht sein. Ja, da kommt gut an. Stimmt, die Service-Bots könnte ich mal nachschauen. Warum machen wir so wenig? Nee, Service-Bots werden hier unten voll sein, ne? Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Wo? Da. Nebendran ist eine Polizeistation. Sollen die Cops ein bisschen was tun? Mein Gott. Heul rum. So, ja, das geht alles schön hoch. Das freut mich. Wir sind eisenvoll. Wir sind kalkvoll. Wir sind im Spiel gespeichert. Voll. Sehr schön. Hier sind wir voll. Da sind wir voll. Okay. Glas. Mikrochips ebenfalls. Da sind wir nicht. Das ist, was mich so wundert, aber. Die bauen auch relativ langsam, aber solange das Ding dort unten nicht ausgeht, soll mir das recht sein. Die brauchen eh nicht so viele, ne? Weil so viele haben wir noch nicht von den hochgestellten. 17 schon, mein Gott. Okay. Das ist zwar jetzt nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, diese Angelegenheit, aber egal. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit hier unten? Was ist das da? Ach, das sind die Bau... Ach stimmt, hier unten sind ja auch dann eh die Balsar-Vorkommen. Wie heißen diese blöden Vorkommen? Das Granulat. Das ist eh alles weg. Allerdings haben wir da natürlich so viel noch auf Tasche. Hier die Straße setze ich auch mal einfach an. Wobei, das ist nur so zum Reinigen. Das bedeutet, eine Straße braucht der nicht. Was ich aber gucken wollte, ist wegen Reis. Es geht immer noch nach oben, ne? Das ist jetzt sehr komisch. Und die Milch wird hier auch nicht weniger. Gut, wenn wir das da abgeliefert haben, gehen wir einfach nach unten und verkaufen die Milch einfach mal so. Damit wir ein bisschen Kohle wieder reinbekommen, weil so wenig Geld ist mir dann doch ein bisschen ungeheuer. Vor allem, wenn man mal überlegt, wir waren schon bei 300.000. Ma, ist ja schlimm. So. Machen wir erstmal die etwas kleineren. Sehr schön. Wobei, wir könnten uns ja mal Akkuschrauber dann einkaufen. Ja, es geht schön rauf. Meine Güte, jetzt haben wir fast so viel wie vorhin eigentlich. Meine Güte, das geht echt zackig. Das ist so toll immer an dem Spiel. Bin ich immer wieder so verwundert. Aber okay. Die Frage natürlich die noch, wenn wir eh schon so randvoll mit Mais sind. Könnten wir uns das da hier oben im eigentlichen Sinne auch mal alles sparen. Dann ist das da nur eben nur noch da für diese drei Minen. Warnung. Produktion gestoppt. Ja, ist schon in Ordnung. Dann sparen wir uns damit auch mal Geld. Weil die Sache ist ja die, irgendwas anderes werden wir ja hier bestimmt irgendwann auf dieser Insel auch noch hinbekommen. Brauchen wir die ganzen Straßen dann eigentlich noch? Nö. Alarm, Feuerausbruch. Ah, toll, super, Feuer. Oh, das war blöd. Feuer eingedämmt, Feuer ausgemeldet. Okay. Das zeigt mir dort unten an. Eingedämmt und dort oben ausgebrochen. Ist ja sehr schön.
Bauzellen hätten wir sogar ein paar. Wir könnten hier noch ein bisschen die Stadt weiter ausbauen. Halt! So nicht, bitte schön ganz runter an die Straße. Sehr schön. Na, das gibt ja richtig große Mega-City. Und ob wir da alle Mäuler stopfen können am Ende, das muss aber auch erstmal bewiesen werden. Das ist blöd, dann machen wir das mal so. Nein! Jetzt langt es definitiv nicht mehr. Ich wollte das ja nur wegen der Straße haben. So. Darüber und darüber. Dann ist es da wieder ausgebuchtet. Boah. Sieht doch schön aus. Da wollen bestimmt viele Leute in unserer schönen Stadt wohnen. Das hat wegen einem Gebäude... Okay. Ich habe nichts gesagt. So. Wir könnten hier aber die ganzen Bauzellen mal klauen. Neben der ganzen Milch. Wie schon erwähnt. Das ganze Glas brauchen wir. Ah, halt, nee, das Glas und Bauzellen. Ich lasse das mal dort. Ja, zumindest die Bauzellen nehme ich das Deck mal mit. Das dürfte auf alle Fälle sehr viel Sinn machen. Haben wir überhaupt noch Granulat hier? Na, viel auch nicht mehr. Alles, was wir an Energie sparen können, viel hier oben ist. Ich wollte gerade sagen, wow, 500 Energie plus fast, aber hier ist doch die Energie. Also das da hier oben, das wird mir noch Kopfzerbrechen bereiten, definitiv. Auf der anderen Seite, was fehlt denn jetzt hier bei denen, um die noch eine Stufe weiter rauf zu bekommen? Weil viel kann es ja nicht sein. Ja, hier sollte ich mal gucken. Wir bräuchten... Ja, wir bräuchten halt definitiv jede Menge Einwohner dazu. Wobei jede Menge ist jetzt auch nicht richtig ausgedrückt. Und wir machen das einfach, wenn wir da schon mal das Casino haben. Ich will die jetzt hier nicht ganz so weit rausbringen. Ich will die einfach nur noch zum Atomkraftwerk bringen. Wobei, das war früher wirklich die SAAT, oder? Irre ich mich da? Also ich war zumindest der festen Überzeugung, es ist die SAAT, aber es ist ja nichts Neues, dass ich mich da gerne mal irre und Humbug laber. So. Wir könnten hier noch ein Casino hinmachen. Dann wäre natürlich die Frage, die, auf was für eine Insel macht man die? Drauf. Große Inseln. Gut, man könnte Sock of Industries, wenn der dann mal weg ist. Wobei, da ist auch keine große, schöne große Insel, ne? Ja, gut, man könnte das hier natürlich definitiv machen, ne? Warum nicht? Jetzt natürlich nicht. Da würde ich dann wahrscheinlich auch wieder so anfangen, erst das Monument bauen und dann die restliche Bevölkerung drumrum bauen. Und hier wirklich nur so weit ausbauen, wie es zwingend notwendig ist. Ja, super. Ich sage, ich brauche Akkuschrauber und hier oben. Oh, super. Da weiß ich ja mal, wo ich gleich was holen werde. Alle SAAT-Technologien sind selbstverständlich State of the Art. Ja, was anderes habe ich auch gar nicht gedacht. Das Problem wird sein, wir werden langsam aber sicher dann auch keine Lizenzen mehr bekommen. Oder wenig Lizenzen. Na gut, wir haben vorher schon wenig Lizenzen bekommen durch Tori und so, ne? Ich sollte halt von ihm jetzt dann definitiv die Aufträge etwas mehr annehmen. Das ist sehr wichtig. Und habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass das Schiff hier sau langsam ist? Um die Kamera an das Schiff zu heften, wäre auch mal eine geile Angelegenheit, aber nein. Warnung. Produktion gestoppt. Eine Kupfermine? Ah ja, die dort oben. Dann könnten wir die ja mal umnennen in Erze. Dann können wir das rausschmeißen, das können wir auch rausschmeißen. Und dann nehmen wir einfach nochmal eine Ladung Kupfer mit runter. Bis hin zu Sunset. Sehr schön. Und dann können sie auch hier wieder einen direkteren Weg fahren. Der muss hier nicht mehr diesen blöden Knick nach unten machen. Kriminalität.
Jetzt fährt er trotz alledem dort unten. Na gut, der muss sich da vielleicht auch erstmal aktualisieren. Soll so langen. Kriminalität eingedämmt. Okay, die Meldung hatten wir ja eigentlich schon, dass da die Kriminalität relativ hoch ist. So. Boah. Das müssen die uns auf alle Fälle borgen können für unsere nette, schöne Insel hier unten. So, die dürften mal nach Hause fahren. Da bin ich ja sehr froh, dass die nicht zerstört wurden. Deep Sea Hunter 2 Stück. Ja, super, da bräuchten wir Raketen für, ne? Baumöglichkeiten erweitert. Oh, 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 das. Toll, super, Tuberwan. Fängt der schöne Mist an. Aber Hamburger haben wir jetzt noch keine bekommen, ne? Ich passe da selten auf, wenn das. Ich weiß gar nicht mehr, wo, auf welcher Seite das überhaupt ist. Nee. Das ist jetzt natürlich blöde. Das wollen die haben, ne? Ja, damit die überhaupt erstmal aufsteigen, das ist jetzt gerade schon ungeschickt. Hamburger ist jetzt eher einfacher zu produzieren, aber die Tupperware, also darauf habe ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock. Da brauchen wir ein komplettes. Eine komplette Insel nur mit Öl. Das geht ja eigentlich eins. Zwei. Es geht ja eigentlich. Am A hängt der Hammer. Nee. Zwei Ölfelder ist mindestens vier zu wenig. Eins, zwei, drei, vier. Na, das wäre schon eher mein Ding. Dann wäre aber die Insel für die. Na, das war blöd. Wir könnten hier höchstens zwei Trüffel bräuchten wir für die. Er hat Interesse, beim alten Trenchcoat ein paar Geschäfte zu machen. Also das ist eine Sache, die muss wohl überlegt sein. Das ist eine Sache, die muss wirklich absolut wohl überlegt sein. Vor allem der hohe Ölverbrauch wird ihm irgendwann nicht mehr schmecken. Definitiv. Und das ist dann eher das Problem. Ja. Jetzt lassen wir erstmal unsere Leute aufsteigen. So. Erst wieder mal das primitive Volk. Und dann die anderen. Ah, sehr schön. Also, oh, oh Gott. Himmel, da bin ich ja echt mal gespannt, wie hoch die Steuereinnahmen sind, wenn die anderen erstmal aufsteigen dürfen. Das freut mich sehr. So, wie weit ist jetzt dieses blöde Monument? Keinerlei Abweichung von der Planung. Es dauert nicht mehr allzu lang. Das ist sehr schön zu sehen. Das freut mich. Was wiederum bedeutet, er darf hier oben mal alles einsammeln. Das ist jetzt. Also, jetzt habe ich gerade gedacht, er kommt da ran und handelt endlich mal mit uns. Das wäre natürlich schon nice. Aber das will er nicht. Okay, das ist irgendwas Abgerissenes. Was ist das da hier? Eisen. Wir haben hier Kalk. Kupfer. Kalk und Kupfer. Aber ich glaube, Eisen kriegt er hier rangeliefert von hier unten. Wie sieht es denn hier eigentlich aus, Eisen? Maximal. Handelsroute 10 ist das. Eisenerz wird eingeladen. Eisenerz wird ausgeladen. Ich habe so die. Ach nö. Er hat Eisenerz über? Mist, das soll es doch da runterbringen. Na, das könnte jetzt dann natürlich eher zum Problem werden. Okay.
Da war doch noch eine zweite Linie, ne? Produktionsstillstand. Das war da, das ist da. Okay, das ist die egal, wo das eine Schiff ist. Und der macht das da. Dann soll die egal. Wie heißt das Ding da hier oben? Das ist Brandes. Einladen. Eisenerz. Soll das dann... Hier unten... Ausladen. Halt, jetzt. Das dort oben ist Progress, genau. Das dort unten ist das andere. Das ist gerade irgendwie alles falsch rum. Jetzt, ich war nämlich gerade am überlegen, ne? Was ist jetzt? Das soll doch dort unten nicht abgeliefert werden. So, einladen. Eisenerz. Und ausladen. Eisenerz. So, jetzt stimmt's. Wenn man da nicht überall aufpasst, ne? Ja gut, aber so schnell kann's geschehen. Vor allem wundert's mich, dass die dann dort oben noch nicht rumgejammert haben. Von wegen, oh, wir können das und das nicht bauen. Wahrscheinlich kam es das und ich habe das irgendwie so abgetan als, ja, das ist einfach mal so, da können wir jetzt nichts dran machen. Ich muss einfach mal wirklich diese Handelsroute komplett neu machen. Das ist, habe ich ja eigentlich zwar schon 20.000 Mal gemacht, aber ist ja auch egal, ne? Nee, jetzt wollte ich gerade mal das Schiff abfangen dafür. So, das fährt nur hier und hier, okay. Die Eternity. Und das ist mein U-Boot. Jetzt muss ich doch nochmal so nachgucken. Meine Güte. Wo ist es denn? Nein. 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 Nö. Ah, die fährt gerade weg. Die fährt gerade weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm zu mir. Ja, gut, okay, dann hat sie auf alle Fälle noch Lagerplatz frei. Das wollte ich eigentlich gerade nur überprüfen. Nicht, dass die hier uns total voll läuft, dann hätten wir nämlich ein Problem gehabt. So, was haben wir denn hier für ein Problem? Das ist, dass wir kein Eisenrohr mehr haben, weil wir keine Kohle mehr haben. Kohle dürfte das geringste Problem sein. Ah, toll, wir super, wir dürfen es bauen. Sehr schön, aber es nützt uns halt nichts. So, Kohle, Kohle, Kohle. Und zwar bauen wir jetzt die Kohle einfach so ab. Das kostet zwar einen Haufen Umweltbilanz. Nö, es geht. Da. Minus 5. Ja, aber okay. Was soll's. Das kriegen wir hin. 1, 2, 3 und noch 1. So. Haben wir das Problem auch schon wieder gelöst? Der Ökobilanz. Ja, das ist doch egal, wenn die Ökobilanz so ein bisschen verschlechtert ist. Jetzt jammer mal rum. Wir haben hier immer noch plus 40. So, dann Schritt Nummer 3. Oh, da muss ich jetzt mal aufpassen. Da geht's noch. Das Schiff wird gleich was bringen. Das sieht auch okay aus. Hier machen wir sogar immer noch Plus, obwohl die Leute... Ja gut, die entsprechenden steigen da ja noch natürlich noch nicht auf. Aber der Fisch geht mir doch sehr stark nach unten. Und da Fisch ja hier produziert wird, sollte der auf alle Fälle einigermaßen stabil bleiben. Welches Schiff habe ich jetzt da drunter? Wahrscheinlich die SA2, ne? Komm, dreh dich. Machen wir einfach mal so. Geht ja auch. Da darf ich es aber nicht mehr hin. Ich hoffe, die zwei lang. Wenn nicht, mache ich die alle mal so ein Stückchen weiter nach vorne und schau mal, dass ich die
anders dahin mache. Dass sie alle so aussehen. Das wäre natürlich schon nice. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir hier im folgenden Part so weit wie möglich voranschreiten hier mit dieser Stadt. Ja, vielleicht, dass wir hier die Stadt mal gleich bis hier hinausbauen. Weil das wird ja ein bisschen komplizierter, weil hier müssen wir ja wieder dafür sorgen, dass alle entsprechenden Gebäude in der Nähe sind. Konzerthalle und Fernsehturm und weiß hast du da nicht gesehen. Okay. Und vielleicht... Na, Energie haben wir genügend. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Baba.